Das ist der unbeliebteste Flughafen in Deutschland. Das Fluggastrechteportal AirHelp hat basierend auf Google-Bewertungen ein Ranking der schlechtesten Flughäfen Deutschlands erstellt. Im aktuellen Ranking belegt der ehemalige Militärflughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz den letzten Platz mit durchschnittlich 3,0 von 5 Sternen. Damit ist er der unbeliebteste Flughafen Deutschlands. Im Vorjahr hatte der Flughafen BER in Berlin diesen Titel inne, landet aber dieses Jahr nur knapp vor dem letzten Platz. Der Flughafen Köln-Bonn belegt den drittletzten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr haben 11 der 20 Flughäfen schlechtere Bewertungen erhalten.